الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meine liebe Brüder und Schwestern, ich möchte allen Geschwistern beglückwünschen für diese wunderbare, schöne Schritte im Monat Ramadan, was wir bis jetzt gemeinsam genossen haben. Ein Monat ist ein besonderer Monat, das wissen wir immer. Man kann nicht genug das alles wiederholen. Es ist ein Monat des Wetteiferns. Wir wissen, seit dem ersten Tag oder die erste Nacht des Fastenmonats Ramadan sind die Türen des Paradieses geöffnet. Alle 8 Türen sind geöffnet und rufen die Menschen, wer sich wünscht, ins Paradies zu kommen, kommt her, bewegt euch, verdient den Weg, durch diese Tür reinzukommen. Die 8 Toren sind geöffnet und meine Frage an jedem von uns: Haben wir es doch nicht gespürt in den letzten 17 Nächten vom Ramadan, dass wirklich die Toren geöffnet sind? Ist die Tor der Barmherzigkeit war nicht geöffnet? Haben wir nicht mehr Barmherzigkeit gespürt unter uns allen, von uns auch selbst aus? Das Tor des Wissens war es für uns nicht geöffnet? Das Tor des Betens war es nicht noch mehr geöffnet, weil mehr Leute reingehen? Das Tor Al-Rayyan, das Tor der Fastenden, war schon selbstverständlich weit geöffnet. Tor Al-Jihad war schon geöffnet. Viele Tore waren geöffnet im Ramadan, Alhamdulillah. Und wir haben gemerkt, wie leichter es uns war, gütig zu sein im Monat Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über Ramadan, Ayyaman Ma'dudat, aufzuzählenden Tagen. Und so zählen wir jeden Tag. Erste Nacht, zweite Nacht, 17. Nacht und so geht es weiter, das Aufzählen. Ganz interessant, die Hälfte vom Ramadan ist zu Ende, ganz schnell. Vor kurzem haben wir den Monats Ramadan empfangen und heute sind wir kurz vor dem Abschied des Monats Ramadan. Wenn wir so eine Chance finden wie Ramadan, dann dürfen wir nicht faul sein. Wir müssen jetzt mal schnell wetteifern. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Das Paradies ist bereitet. Nein, nicht nur ein Garten ist bereitet. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diesen Garten bereitet. Und wenn wir manchmal spazieren gehen möchten, dann sagen wir, da ist ein Hofgarten, da ist ein Stadtgarten, da ist ein kleiner Privatgarten. Wir bewegen uns, wir genießen diese Vielfalt von Blumen, von Pflanzen in diesem Garten. Das sind Gärten, was Menschen vorbereitet haben für Menschen. Was ist, wenn der Garten von Allah für seinen Liebenden unter den Gläubigen vorbereitet wird? Wie schön, wie breit, wie groß, wie vielfältig ist dieser Garten. Wie viel Glückseligkeit werden wir an dem Tag bekommen, wenn wir dieses Paradies betreten werden. Und dafür möchten wir uns beeilen. Schneller. Nicht nur bei den Olympischen Spielen sollen die Menschen schneller oder höher oder weiter oder auch zum Paradies müssen wir auch diese olympischen Merkmale auch nehmen, schneller, höher und weiter im Paradies erreichen, inshallah. Das Leben heute ist unsere Chance, weiter, schneller und höher zu kommen. Wir haben leider kein zweites Leben, wo man sagt, ich werde das Leben heute vermasseln und inshallah beim zweiten Leben mache ich das besser. Man kann sich wünschen, was ich heute verpasse, werde ich morgen nachholen.
die Tage, die ich nicht fasten kann im Ramadan, kann ich nach Ramadan nachholen. Aber ein anderes Leben, wir haben keine Chance. Darum möchten wir diese Chance, dass wir noch am Leben da sind und viele gute Taten zu uns ansammeln können, diese Chance nutzen und einsetzen. Der Monat Ramadan ist wie ein Blumenstrauß, vielfältig und schön. Koran ist dabei, Gebet sind dabei, Elternehren ist dabei, Familienbündnisse ist dabei, Spenden ist dabei, Nachtgebete sind dabei, Wissen aneignen ist dabei, Furcht ist dabei, Dankbarkeit ist dabei, der Erfolg ist dabei, die Barmherzigkeit, die Rechtleitung ist ein Straußenbunt. Ein Blumenstrauß, total bunt, mit wunderbaren, schönen Taten. Und jeder von uns kann sagen, durch welche Tor möchte ich ins Paradies kommen, welche diese Tore werde ich am leichtesten erreichen und welche diese Stufen werde ich am leichtesten nach oben kommen. Wir haben uns daran immer zu erinnern. Und wir sollen uns mal danach bedenken. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns, die Möglichkeiten, wie wir unsere Bedenkenvermögen erhöhen können. Surat An-Nur sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies ist eine Sura, die wir als Offenbarung hinabgesandt und verpflichtend gemacht und in der wir klare Zeichen hinabgesandt haben, auf das ihr bedenken möget. Diese Sura, wie den gesamten Koran, ist vom Allah subhanahu wa ta'ala als Offenbarung hinabgesandt und den gesamten Koran ist verpflichtet für unser Leben von Allah subhanahu wa ta'ala gemacht und die klaren Zeichen sind schon drin. Wenn wir das so lernen, den Koran, dann werden wir bedenken, wie es weitergeht. Und was im Koran da drin ist, nicht nur den gesamten Koran, sondern auch spezielle Teile davon. Allah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben. Er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf das ihr bedenken möget. Das ist das Gute und das Schlechte. Sie sind ganz nah zueinander und Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet uns mit der Gerechtigkeit, mit der Gütigkeit zu allen Menschen, auch für die Verwandten. Allah verbietet uns das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Diese Ermahnung ist eine Möglichkeit, eine Chance, ein Weg zu gedenken und zu bedenken. Unsere Versprechen zu Allah subhanahu wa ta'ala ist auch eine Verpflichtung. Unsere Verpflichtung, unser Versprechen ist vielfältig. Wenn ich sage, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und bestimmt haben wir alle Muslime diesen Satz wiederholt. Ja? Dieser Satz ist ein Vertrag. Ich bezeuge, dass kein Herr aus Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Meine Verpflichtung dabei ist, dass ich nur Allah subhanahu wa ta'ala anbete und nur Allah subhanahu wa ta'ala fürchten werde. Stimmt es? Habe ich das erfüllt in meinem Leben? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Sira, mit seiner Hadithe ist ein Weg, mit seiner Sunna ist ein Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen. Nicht Muhammad ist der Weg, sondern der Prophet Muhammad mit seiner Lehre, wie wir das alles erfüllen werden. Haben wir das erfüllt? Wenn ich sage, ich respektiere meine Eltern, in welcher Art und Weise habe ich das gezeigt an meine Eltern? Würden meine Eltern wirklich sagen, wir genießen diesen Respekt von unseren Kindern oder leiden die Eltern manchmal darunter? Ob unsere Eltern super Muslime sind, normale Muslime sind, weniger Muslime sind, gar keine Muslime sind, die sind Eltern. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals im Koran einen Unterschied gemacht für den Respekt der Eltern zwischen solche und solche. Sondern Eltern sind Eltern.
wenn wir den Eltern fragen von uns allen, waren sie und sind sie noch zufrieden mit uns? Wir haben versprochen, wenn wir geheiratet haben, dass wir gütig werden für unseren Partner. Wenn wir Kinder bekommen haben, haben wir versprochen, dass wir die Kinder richtig erziehen. Das sind unsere Aufgaben. Und so sagt, sollte ein Arm. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht, auch wenn es um einen Verwandten geht. Und haltet euren Bund gegenüber Allah. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr es bedenken möget. Das soll von uns korrigiert werden. Und manchmal vergessen wir, bedenken wir wenig. Und Allah subhanahu wa ta'ala tadelt uns und erinnert uns. Ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nichts erschafft? Bedenkt ihr denn nicht? Wenn die Menschen eines Tages zweifeln, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert und beten an Dingen, die nicht erschaffen, und die wissen, jeder weiß, dass weil ich da bin und ich kann denken, ich bin da, ich bin produziert worden, ich bin erschaffen worden. Wer ist der Schöpfer? Und dieser Schöpfer, im Gegensatz mit unseren Ideologien, was die Menschen haben, die ablehnen, dass Gott existiert, da holt Allah subhanahu wa ta'ala denen zu dieser Wahrheit. Ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft? Bedenkt ihr denn nicht? Respektiert ihr nicht jetzt mal euren Verstand, was ihr habt? Und dabei trennt Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen in zwei Gruppen. Und wir haben zu wählen, unter welche der beiden Gruppen wir gehören möchten. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Allah hat uns nicht gezwungen und wir können uns gegenseitig nicht zwingen. Und wir dürfen es auch nicht. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Hud, das Gleichnis der beiden Gruppen ist wie der Blinde und der Taube auf einer Seite und der Sehende und der Hörende auf der anderen Seite. Sind der beiden etwa einander gleich? Bedenkt ihr denn nicht? Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Bedienungsanleitung der Koran und seine heiligen Bücher gegeben hat, damit wir sehen unseren Weg im Diesseits und unser Ziel im Jenseits, dass wir gehören und hören und gehorchen, was Allah von uns erwartet. Wenn die Menschen sich zu blind machen, zu taube machen, dann sind die beiden nicht gleich. Wer sieht und hört, ist nicht gleich wie derjenige, der sich zu blinde gemacht hat und zu taube gemacht hat. Diese Unterschiede sind da und Allah erinnert uns nochmal, dies ist doch Allah, euer Herr, so dient ihm. Bedenkt ihr denn nicht? Kann es möglich sein? Eine ganz liebe Schwester hatte mir vor etwa 8 Jahren an einem Ereignis erzählt. Sie war in Wien und zum Frühstück in einem Hotel saß sie an einem Tisch und war zufälligerweise ein Pakistani da. Der Pakistani hat der Dame gefragt, woher sie kommt, und dann hat er gefragt nach ihrer Religion. Sie sagt, ich komme von dem ehemaligen DDR, ich habe keine Religion. Der Mann war schockiert. Er hat sich gefragt, aber laut, gibt es Menschen, die gar keine Religion haben? Gibt es Menschen, die nur so leben und haben keine Bindung zu einer höheren Kraft? Egal welche. Dann sprechen wir über welche diese Kräfte die richtige ist. Aber zuerst, ich bin nicht der Letzte in der Hierarchie des Lebens. Diese Erde dient unseren Pflanzen. Diese Pflanzen dienen unsere Tiere. Diese Erde und Pflanzen und Tiere dienen uns als Menschen. Wen dienen wir? Wen? Und der Mann hat diese Frage gestellt. Die Dame war am gleichen Tag auf dem Weg zurück nach Deutschland und in der gesamten Strecke im Zug hat sie sich Gedanken gemacht. Was hat dieser Mann so einfach gesagt? Sie kommt an
geht direkt in der Bibliothek am Hauptbahnhof in München, sucht sich ein paar Bücher und sie hat ein Koran-Exemplar gefunden. Sie hat es genommen, die Dame hat erzählt, 4 Tage saß sie zu Hause, sie hat kein Essen gekauft, nur die Reste, was sie da hat, aber in 4 Tagen hat sie den gesamten Koran gelesen und genossen und nach jeder paar Seiten sagt sie, das stimmt, das ist, was ich eines Tages gesucht habe. Nach 4 Tagen Lesungen, ohne Kontakt mit irgendeinem Moslem, hat sie angefangen, die Bedürfnisse zu haben, ich möchte beten, ich möchte mein Kopftuch tragen, ich möchte wie eine Muslima leben. Eine Woche später kam die Dame im Islamischen Zentrum München, hat den Islam angenommen. Eine Woche später hat sie mit uns geplant zum Tag der offenen Tür. 1-2 Monate später hat sie eine Dauergruppe gebildet und bis heute ist sie total aktiv in der Dauerarbeit. Wenn man weiß, Allah ist da, existiert, diese höhere Kraft, die wir brauchen und die uns vieles gegeben hat, Alhamdulillah, wenn ich brauche, ist der mir geben kann. Ist viel mal besser als viele anderen, die brauchen eine Seite, aber dir kommt von dieser Seite gar nichts. So hatte der Prophet Ibrahim a.s. an sein Volk gesagt, dass die dienen, diese Götzenbilder, die weder helfen noch schaden können. Sie können nicht antworten, sie können nicht sprechen. Sie können sich selber nicht schützen. Wie kann der Mensch wissen, es gibt doch einen Allah und trotzdem dient er solche Dinge? Diese Chancen sind da. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass er der Einzige ist. Und im Surat An-Naml sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gibt es uns ein Beispiel. Oder ist besser, wer den in einer Notlage befindlichen erhört, wenn er ihm anruft und das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern auf der Erde macht. Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Wie wenig ihr bedenkt. Wirklich viel zu schade. Da kommen die Notsituationen und in diesem Moment glauben wir alle, es muss eine höhere Instanz da sein. Sogar bei der Corona momentan haben alle gesagt, es muss eine höhere Instanz da sein. Dann hat man erlaubt, dass die Kirchen ihre Glocken läuten, dass die Imame von den Minaretten und ohne Minaretten nach draußen zum Gebet rufen und den Asan machen. Wir brauchen die Hilfe von draußen, weil wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu helfen. Und schön, dass man sagt, mit diesem Glauben sage ich, du kannst helfen, ich brauche deine Hilfe. Nicht, du kannst nicht helfen, ich brauche deine Hilfe. Was ist das für ein Ding? Und Allah sagt, gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Sucht es. Wenn es niemanden gibt, dann sollte man bedenken, wie man leben kann. All diese Wege haben wir da und wir sollen eine Zwiesprachigkeit mit Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Und Allah erinnert uns, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Seid mir dankbar und seid nicht undankbar gegen mich. Das ist unser Ziel, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, mit der Hoffnung, dass er unsere auch gedenkt. Monat Ramadan, die letzten Schritte, die letzten Tage und Nächte haben wir wettzueifern. Mit wem? In welche Bereiche? Wie viel Proviant müssen wir vorbereiten für den restlichen Tage? Und wie viel Proviant müssen wir sparen für die Tage nach Ramadan? Darüber sprechen wir morgen in Shah Rahman zusammen, damit unser Ramadan 4041 2020 der beste Ramadan inshallah wird. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.